Are you down for work? And the next days I have a YouTube channel, I have Instagram as well. Yeah. Video, another video. Servus Leute, mein Name ist Paul Werner und willkommen aus fucking Dubai. Wir haben 28 Grad. Ich dachte mir, das kalte Deutschland und Österreich muss verlassen werden, um richtig geiles Zeug für euch zu produzieren. Deshalb sind wir hier. Ich nehme euch eine Zeit lang mit und wünsche euch viel Spaß dabei. Alleine schon mal hier die Aussicht feiere ich definitiv. Also das nennt sich City Walk. Da hinten ist so eine Coca-Cola Arena, da ist der Burj Khalifa. Also hat definitiv was. Vor allem die Wärme ist natürlich absolut geil und war komplett ungewohnt die letzten Tage. Aber ich denke, ich zeige euch mal kurz das Apartment. Balkon ins Wohnzimmer. Natürlich ganz wichtig, eine fette Küche. Hier steht auch schon das wichtigste Zeug, die guten EAs und das Fiji-Wasser natürlich. Das ist nicht von mir übrigens. Ich gebe keine, 6 Euro für Wasser aus. Hier eigentlich so gut wie alles, was man braucht. Da haben wir auch schon ein paar Lebensmittel eingekauft. Der Kühlschrank ist eigentlich auch schon zumindest so ein bisschen gefüllt mit Gemüse. Hier unten ist ein bisschen Gemüse ebenfalls plus TK-Obst. Heute muss ich aber auf jeden Fall nochmal einkaufen gehen, weil jetzt so viel, sag ich mal, vegane Ersatzprodukte haben wir nicht bekommen. Aber was soll's. Hier ist einfach mal noch ein Schlafzimmer, das aber im Prinzip frei ist. Dann haben wir hier eine Toilette. Was hier drin ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Ist auch anscheinend zugesperrt, okay. Hier ist das Zimmer von Sam. Hier ist mein Zimmer. Natürlich chaotisch as always, aber mit Ausblick, der sich definitiv auch sehen lassen kann. Hier ein stabiler Spiegel. Da kann man die Leg Gains auch mal gerne zeigen. Hier ein Kleiderschrank. Gutes Badezimmer, sogar mit Badewanne und Dusche. Sam hat auch nochmal ein extra Badezimmer, was sehr, sehr stabil ist, weil der immer locker eine Stunde im Bad braucht. Also länger als meine Freundin tatsächlich, die leider bei diesem Trip nicht dabei ist. Weil ich mir dachte, ich will so viel wie möglich für euch produzieren, geilen Content machen. Und da fühlt sich dann vielleicht irgendwie fehl am Platz oder ich habe das Gefühl, dass ich weniger machen möchte, wenn sie dabei ist. Aber ihr kennt das Ganze sicher. Der junge Mann ist auch ready. Jetzt gehen wir nämlich gleich ins Gym. Gestern schon richtig krass Leute gesehen. Oliver Forsen, mit dem werde ich auch demnächst auf jeden Fall drehen. Noel Dazel, mit dem werde ich auf jeden Fall demnächst auch drehen. Also seid gespannt, was da kommt. Und im Gym sind absolut kranke Biester. Oi, oi, oi. Mashallah. Das ist auf jeden Fall fresh. Unsere Aussicht ist leider nicht zum Pool gewesen, aber ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit die eine oder andere Runde reden. Leider scheint gerade keine Sonne her. Ist aber auch erst 10 in der Früh, vielleicht dann am Nachmittag. Aber stabil, hier kann man auf jeden Fall schwimmen gehen. Okay. Also Kinder spielen hier am Spielplatz und hier sind wir auf Pauls Spielplatz. Aber hier ist es kalt, Alter. Übel. Aber ein paar Kali gesetzt. Der Latzug da nicht auch, oder? Ist schon wie ein Mailand, kann man sagen. Nicht schlecht. Aber jetzt gehen wir ins richtige Gym. Ja, es kann nur ein Gym geben, wenn man in Dubai ist, und zwar Venus One. Hier, glaube ich, schon so ziemlich jeder Promi drin, zumindest die in Dubai waren. Und wir werden das heute auch tun. Gestern schon hier gewesen. Kranke Maschine am Start, werden natürlich nachher auch noch sehen. Heute speziell für Rücken, Beinbeuger und Bizeps. Deshalb Pull Day. Let's get this shit going. Hier gibt es richtig krasse Dinger. Da muss man einfach nur das Ding so verschieben. Und dann hat man schon das Gewicht drauf, was am untersten Punkt ist. Ich habe natürlich wie immer den Mac-Griff ausgewählt, weil wir wollen ja alles so gleich wie möglich lassen, damit ich auch das Gewicht tracken kann und natürlich auch jetzt nicht den Rücken zu sehr überlaste bzw. anders bearbeite als sonst. Wurde gerade der Armwrestling-Tisch abgestellt. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass Larry Reels gleich ins Gym treten wird. Mal schauen. Ich denke, die eine oder andere Sache könnte man mir auf jeden Fall schon gut drehen. Könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, mit wem oder was ich hier in Dubai unbedingt machen sollte, drehen sollte, für euch abfilmen kann, um euch geilen Mehrwert zu bieten. Ich habe natürlich Bock, mit so vielen möglichen Leuten was zu machen. Also, falls ihr irgendwen kennt, falls ihr irgendeinen speziellen Wunsch habt, gerne in die Kommentare damit weiterballern. Ich habe gerade einen absolut kranken Typen im Gym gesehen. Ilya Golem heißt er, vielleicht sagt euch irgendwas. Also irgendwie ist jetzt gerade Dubai der Hotspot für Bodybuilder. Also ich habe so kranke Leute hier gesehen. Wir werden definitiv auch nochmal eine Nerdy or Not Folge drehen. Aber ich spreche jetzt gleich mal an, ob er in den nächsten Tagen Bock hat auf ein Training. Hey Bro, are you resting right now? Am I interrupting?
Okay, it's perfect. Where are you from? From Czech Republic. Czech Republic. I saw your Instagram and I saw you. Yeah. You look fucking huge. Thank you. Are you down for work? And the next days I have a YouTube channel. I have Instagram as well. Yeah. So if you're down, let's just connect. I text you. I just googled you because I wasn't sure if it's you. Yeah, it's me. That's my profile. Yeah. So you know. Okay. Also das erste Girl wäre auf jeden Fall schon mal geklärt, nicht? Ja. Ich bin jetzt vergeben, jetzt wird sich an die Männer rangemacht. Aber der Typ ist krank, also das wird auf jeden Fall ein geiles Video. Vorher schon Latzug gemacht, jetzt gibt es auch noch mal eine Lat-Übung und zwar eine heftige Low-Row, sozusagen super Low-Row. Also ich hoffe, dass ich davon auch einen super Rücken bekomme. Ich fühle mich auf jeden Fall geil. Gestern am Abend Cookies plus Banana Bread bestellt über Lieferservice, richtig krass. Hier gibt es auch ein paar Veganer, den werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch noch mal auschecken. Aber jetzt hauen wir erstmal gut rein, wir wollen ja so breit werden wie der gute Ilia. Und dafür müssen wir noch einiges tun. Also scheint so, als wäre er selbst nicht hier, aber der Manager bzw. Videographer, die machen da ein bisschen Armdrücken. Ich denke, ich werde mich da aber eher raushalten und es nicht irgendwie provozieren, dass ich da Armdrücken muss. Wir schauen jetzt gleich mal raus. Wir haben beide Hunger, aber ich zeige vorher ein paar richtig kranke Autos, weil das, was hier vor dem Gym steht, ist Endlevel. Und genau das meine ich. Erstes Mal das Auto vom Chef. Normalerweise ist da gestern ein Bentley gestanden und ansonsten keine Ahnung was noch. Also ja, ich bin jetzt nicht der größte Autoliebhaber, sage ich mal, aber ist schon geil anzusehen. Aber unsere Karre ist auf jeden Fall auch nicht allzu schlecht. Wir haben hier immerhin einen schönen Mazda am Start. Reicht allemal, schön groß und man kommt überall perfekt hin. Was will man mehr? Das steht bei uns hier in der Garage im Apartment. Definitiv schon mal krass, Riss. Nummer 1. Da nochmal ein saftiger Bentley. Porsche. Also die Leute legen wir auf jeden Fall Wert auf schöne Autos. Wir legen Wert auf eine ganz bestimmte Sache. Und zwar dicke, fette Masse. Deshalb gibt es hier ein schönes Polch. Habe ich mir gestern noch zubereitet. 70 Gramm No Way, 130 Gramm Haferflocken, Beeren, Banane, dazu noch einen schönen Riegel. Dann knappe 80 Gramm Eiweiß, optimal abgedeckt und 1200 Kalorien, besser geht's nicht. Oh yes, das hat geschmeckt und ich versuche immer recht zeiteffizient zu sein, deshalb direkt schon weiter gekocht, darunter sind noch rote Linsen. Das koche ich einfach mal vor. In der Mikrowelle habe ich gleich nochmal ein Porridge geballert, das braucht aber nochmal kurz. Damit ich das Ding in den Kühlschrank stellen muss, schon vorbereitet bin, Protein am Start, aber eigentlich nur noch essen muss und dann nicht ewig kochen möchte. Bis jetzt hier, wenn ich unterwegs bin, möchte ich eben jetzt nicht so viel Zeit durch Kochen aufwenden und einfach zeiteffizienter arbeiten. Deshalb auch hier schon so ein Granat, das kommt gleich da dazu. Und wir hauen uns jetzt erstmal zum Beach. Mal schauen, welcher es wird, weil in Dubai gibt es da einige. So lässt sich das auf jeden Fall aushalten. Auch wenn der Strand ist nicht der schönste. Also wir haben jetzt den nächstgelegenen genommen. In den nächsten Tagen wird auf jeden Fall sicher noch mehr abgecheckt. Aber das Wasser ist krank warm. Ist auch richtig schön. Hauptsache die Bräune kommen wieder, weil ich fühle mich krank weiß. Und nicht mehr so shredded. Also irgendwie muss ich meinen Look auf jeden Fall nochmal verbessern. Deshalb Bräune tanken und hoffentlich jetzt nach den 10 Tagen Dubai komme ich halbwegs geturnt wieder zurück. Und bleibt zumindest bis Weihnachten etwas braun. Aber hier kann man es auf jeden Fall aushalten. Ich könnte mich dran gewöhnen, aber auch nur im Winter, weil wahrscheinlich im Sommer hier ist einfach nur nicht aushaltbar. Und da sieht man, es ist mega klar. Das Krasse ist, es ist zwar warm, aber die Sonne geht eigentlich ja nicht ähnlich unter wie in Europa. Aber so um 17:30 ist ja auch langsam Dämmerung. Mal schauen, ob wir dann gleich essen gehen. Ich habe theoretisch hinten natürlich Reiswaffeln mit dabei. Genauso wie in der Diät, auch in der Massephase sollte man natürlich vorbereitet sein. Protein Nicola. Video oder nicht Video? Video. Bruder, jetzt haben wir ein veganes Restaurant ausgesucht, was von der Speisekarte sehr, sehr vielversprechend ausgesehen hat. Also ich glaube, in Dubai gibt es auch krasse Spots. Ich glaube, da wird demnächst auch noch eine Foodtour gedreht. Also falls ihr da Bock drauf habt, veganen Cheat Day in Dubai. Allein in der Dubai Mall gibt es locker 50 Essensläden. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann wird ein bisschen gecheatet in Dubai. Vom Strand direkt ins Restaurant und hier gibt es einfach mal kranke Meals. Einfach alles komplett vegan.
Ich hätte vielleicht Hot Wings zum Testen nehmen sollen, aber vielleicht bestelle ich die noch zusätzlich. Pizza haben die auch, Nachspeise haben die auch. Also ich denke, die 5000 Kalorien werde ich heute schon ganz gut vollbekommen. Jetzt gibt es hier noch Popcorn aufs Haus. Das ist gut fettig. Ja, sieht auf jeden Fall schön frittiert aus. Also mit genügend Fett gehen wir hier raus. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr fettig. Aber da fehlt ein Dip dazu irgendwie. Sam hat wieder mal übertrieben hier. Sorry, Bro. Ey, Paul hat gesagt, es geht heute auch sein. Das ist alles von dir. Nicht ganz so nice, weil der Paul, wenn der sein Essen nicht bekommt, dann wird der zum Tier. Ja, ich habe aber auch drei schöne Müsli, aber Junge. Du hast auf jeden Fall ein paar Süßkartoffeln am Start. Das ist übrigens doch mein Burger. Ich teste direkt mal. Hier nochmal ein schönes veganes Omelett. Danach kommt noch die Pasta. And the last one. Gute Pasta mit veganem Parmesan. Junge, ist es heiß. Dahinter ist übrigens der Burj Khalifa. Hier einfach mal spazieren zu gehen, das ist ein Traum, Alter. Vor allem bei 26 Grad. Also ich weiß es echt zu schätzen und bin auch glücklich darüber, dass ich in dieser Position bin, das Reisen, sag ich mal, ermöglicht zu bekommen in meinem Job. Also ich danke euch dafür, dass ihr mir das sozusagen ermöglicht. Steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter, aber trotzdem, ihr seid immer noch der Grund, weshalb ich das mache, weshalb ich das machen darf. Deshalb, Liebe geht raus an euch. Ich mache eine größere Runde, werde ein paar Telefonate führen und das um 21.30 Uhr. Also seht, the hustle never stops. Aber hier macht das vielleicht sogar schon ein bisschen Spaß. Da muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen Freshness rein, genauso wie Omega-3s. Ich nehme ein bisschen One Today, ein bisschen Omega-3 nochmal extra. Damit die Regeneration auf dem höchsten Level ist. Weil Omega-3 kann man eigentlich fast nicht überdosieren. Das ist einfach einer der wichtigsten Supplements überhaupt, genauso wie Kreatin. Was einer der wenigen bewiesenen Supplements ist, was nachweislich Vorteile bzw. eine gewisse Leistungssteigerung mit sich bringt. Und das ist hier in Strong drin. Genauso wie Magnesium, Zink, Spirulina, Spinat, Jod, Folsäure, Vitamin D, Vitamin K. Und über den Link in der Beschreibung, egal was ihr bestellt, über 25 Euro gibt es immer ein gratis Exclusive mit dazu. Das sind solche Döschen hier. Perfekt für Reisen, könnt ihr euch abfüllen und dann noch anderes Zeug reingeben, aber so habt ihr zum Beispiel nochmal Strong, Pink Essential oder zum Beispiel Smacktastic bis zu 30 Portionen gratis mit dabei. Und die nehme ich immer nach einer fettigen Mahlzeit und die Mahlzeit heute war definitiv fettig. Also ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da. Abo nicht vergessen, unbedingt den Link in der Beschreibung abchecken, um die geilsten Supplements zu konsumieren, mich dabei zu supporten. Bis zum nächsten Mal, schreibt mir gerne auch Ideen in die Kommentare. Ich bin raus, ciao, ciao.